Just beat it! Beat Tino, it! du wurdest gerade als Mädchen bezeichnet. Ja. Ellie umgeben von Weibern. Sorg, mein Oberbitch. Ja, so bin ich. Deine BFF. Oh, fuck. Ich hab meine Taschenlampe fallen lassen. Man weiß direkt wieder, was er für einen Killer genommen hat. Ja, wieder mal typisch Sorg, ey. Ich mag den Glöckchenspieler, ich kann nichts dafür. Ja, du spielst die ganze Zeit an dein Glöckchen rum. Alter, ich lass ständig meinen Scheiß fallen. Was ist denn da los? Susi, ich erwarte jetzt Hochleistung. Jetzt, wo ich schutzlos bin und nicht mehr der... Oh mein Gott, spielt schon wieder seine scheiß Glocken. Sarah, bleib doch. Sarah, bleib. Sie ist nur 2 Minuten da. Sie ist krank. Lass sie. Was? Sarah ist krank. Aber das ist keine Ausrede. Ein bisschen Mitleid mit mir. Das ist keine Ausrede. Wir sind alle krank. Beschädigt. Ich wollte gerade sagen. Bis ins Rückenmark. Wenn wir mit Elias spielen. Du bist beschädigt. Du bist beschädigt. Generatoren sind beschädigt. Ja, das ist wahr. Die müssen. Das stimmt. Wenigstens. Ja, aber ich meine, wenn ich mit dem Generator fertig bin, also dass der noch funktioniert, das wundert mich. Alter, komm, leck mich doch am Arsch! Geh doch brunzen, ey. Du kleiner Schlappenkönig. Er brunzt halt gerne auf dich. Kriegst jetzt schöne Schelle, mein Freund. Eugen. Nein, keine Schelle für den Eugen. Mit deiner scheiß Taschenlampe kannst du mich überhaupt nicht irgendwie... Doch, die Taschenlampe ist gut. Alter, halt doch die Schnauzen jetzt! Und Blase. So, kriegst du nochmal eine Schelle? Nein! Dann werde dich dran gewöhnt. Tja, du Spacko! Bist halt drüber geschieht! Scheiße! Aber ist nicht schlimm, ich glaube einfach. Du wirst mich niemals kriegen, mein Kopf ist in der Wand! Nein! Du wirst mich niemals kriegen, ich bin jetzt da reingepackt? Nein, so, er kann mich mal am Arsch lecken jetzt. Du wirst mich niemals aufheben. Nein! Oh doch. Das wird er nie machen. Dein Arsch ist viel zu. Mein Arsch ist wirklich. Dein Arsch ist wirklich. Wirklich. So Wiggle Arsch, man nennt mich den Wiggle Meister von New York. Wiggle Meister von New York. Alter, kannst du mal nicht so viel rumgehen? Mann, ey. Das wäre die sich so viel wehren. Das ist furchtbar. Da kann ich nicht mit umgehen. Oh, pass auf. Jungs, passt auf. Der läuft zu euch. Wer euch immer durchs Kornfeld läuft, lasst das. Ah. Wer ist denn das? Was? Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Aber. Nein! Hab ich dir gesagt. Ach, ich häng mal hier ab. Halt ich häng mal hier ab. Ich werde das retten. Ist aber auch echt eine Kackmap. Hier ist echt gar nichts zum Schutz suchen. Nein! Wobei das Maisfeld eigentlich ziemlich unübersichtlich ist auch. Das Maisfeld ist für einen Kettensägentypen schon böse. Fängt ja schon mal gut an, Eli, weil du hast nicht zu viel versprochen. Ich bin ein wundervoller... Ich bin so gut im Überleben, das ist der Wahnsinn. Da setzen die Überlebensinstinkte bei mir sofort ein. Rettet mich mal auch einer! Ich sterbe hier, ich sterbe! Ich dehydriere! Keiner kommt, alle lassen mich allein. Niemand... Niemand... Ich weiß nicht, warum ich dich retten soll. Nach all dem, was du für mich... Alles habe ich für dich getan. Ich habe dir die beste Ausbildung auf der... Französischen Akademie versprochen. Ich will, dass er verblutet. Irgendwer hat ihn gerettet, ich finde das nicht in Ordnung. Bring ihn einfach um. Ich bringe alle um, ich habe noch nicht einen umgebracht. Der Typ ist es nicht wert zu leben. Das nein. Oh mein Wollte Gott. Wollte Eugen tatsächlich gerade helfen, auch so rumzustöhnen. Dafür, dass er dir letztes Mal nicht geholfen hat? Ja. Hallo! Weißt du, kennst du noch die Stelle, wo ich mich dazwischen geworfen habe und dich gerettet habe? Was, mich hast du gerettet, ja. Die Chloe habe ich gerettet. Vom Ausgang habe ich meinen Nippel zwischen sie und dem. Ja. Zwischen sie und dem Killer habe ich meinen Nippel dazwischen gestellt. Der Opfernippers. Nirgendwo. Wir sind einfach nicht da. Wir existieren nicht. Das ist aber schlecht. Wir sind nur Einbildung. Du hast zu viel LSD geschluckt. Ich glaube nicht. Und Samen. Stiersamen. Ich glaube, ich habe irgendwo jemanden gesehen. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Mach das sowas nicht. Aber das heißt, vielleicht war es auch Manuel Neuer. Of course not. Ja. Was zum Fick? Chloe, komm mal mit. Komm mal mit, lass dich heilen. Geh mal mit dem Elia-Wald. Du blutest schon wieder. Dankeschön. Macht's einfacher, 2 Leute gleichzeitig zu finden.
Pass nur auf, es könnte sein, dass ich dir aus Versehen den Nippel zwick. Lauf, lauf! Nein, 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 komm! Der alte Sack! Na? Nein! Sarah, aber der Elia war. Lass doch die Sarah in Ruhe. Ich lass die Sarah in Ruhe, die soll sich nur ein bisschen aufhängen. Oh, scheiße! Oh, nein! Du alter Sarah Hänger! Sarah sieht so verspannt aus, wir müssen eine Runde abhängen. Ich glaube nicht, dass diese große Fleischwunde, die du ihr zufügst, dass sie sich ein bisschen entspannt. Doch, ich glaube, Schmerz. Außer Sarah steht auf Schmerzen. Der Schmerz reinigt die Seele. Das Einzige, was sie reinigt, ist die Kacke in der Hose, die sie gemacht hat. Ach, der Schmerz heiligt die Mittel oder so. Nein, der Schmerz reinigt die Seele. Und eure Seelen sind verdorben. Ich dachte, Scherz heiligt die Seele. Der Scherz. Also irgendjemand von euch beiden hat was grundsätzlich falsch verstanden. Werd gleich wahnsinnig. Ich bin mir nicht sicher, welcher von beiden. Lauf, 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 lauf. La 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 la, lauf, lauf, lauf. La 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 la, lauf, 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 lauf. Okay, komm mal her, Schätzelein. Ich hab dir das letzte... Das war das, wer hat sich da denn überlegt? Oh mein Gott, nein, psch, 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 psch. Chloe. Nein, nee, der ist nicht da. Der ist schon... Nein. Kaffee für mich. Der wird was hier mitkriegen. Nur Tee. Kein Kaffee. Nur Tee. Nee, dann möchte ich jetzt lieber für mich bleiben. Frischen Spargeltee. Das ist geil, Spargeltee. Boah, ich freue mich, ey. Das klingt echt lecker. Willst du Spargeltee? Ihr seid ja so eklig. Wieso ihr? Der erzählt irgendwelche Scheiße und dann ist es immer ihr. Ja. Der alte Glockenspieler schon wieder. Alle in einem Boot. Was? Oh, da war die Susi. Verpisse er sich doch bitte. Susi. Lass die Susi in Ruhe. Lass die Susi. Nein. Sie steht unter meinem Schutz. Okay, dann ist er schon so gut wie tot. Ja, ich gehöre ihm allein. Dann ist er schon so gut wie tot. Niemals. Ah. Fick dich. Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Ist wirklich, Susi. Du hättest echt gedacht, dass die Barrikade mich aufhält? Ja, so ein bisschen. Na, hat sie ja geschafft. Hat sie nicht. Doch, Susi hat dich aufgehalten. Hallo, Eli. Ah, lass mich in Ruhe! Wieso bringst du den Teufel zu mir? Den Verkackten! Es tut mir leid. Ach, der ist zu blöd. Der schafft das eh nicht. Wir brauchen nur noch einen Generator. Einen G. Sorg, du möchtest mir doch sicher sagen, wo sich der versteckt. Wer, der Elia? Nein! Hallo? Nicht der Elia. Hallo, Tinny. Wir hatten uns noch gar nicht gesehen, oder? Tschüss. Sagst du Tschüss? Ich glaube nicht. Ich bin beschäftigt. Ich bin schwer beschäftigt. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Du wolltest Tschüss, doch einen Jess. Kaffee trinken. Jess nennt uns Kaffee trinken, Tinny. Ja. Könntet ihr bitte irgendwo anders Kaffee trinken? Weit weg von mir. Du hast ja nur Spargeltee. Ich mag keine Spargel und Tee auch nicht. Vielleicht kriege ich auch. Hallo, Susi. Ach komm. Lass mich doch entfrieden, ey. Sieh mich doch nur spielen. Susi, du schaffst das. Weg. Alter! Nicht weg, ihr beiden. Susi, du hast echt die Angewohnheit! Nee, okay. Was hab ich? Das ist die Tino. Alter, jetzt kommt sie und macht die Mann. Alter, hörst du mal auf, meinen Generator kaputt zu machen? Ja, mach's doch allein. Du alte Schrumpelklöte, ey. Aber Susi ist wenigstens angenehm zum Tragen. Die wiggelt nicht so viel rum. Ich verrate dich. Wie ein Brett. Genau, wo du stehst. Wie ein Brett. Also auch von dem auch von der Körbchengröße wie ein so Brett. Close gerade. Jo, ich hab mich extra noch schön da rausziehen können. Oh. Tut mir sehr leid. Eigentlich nicht. Aber jetzt muss ich Hashtag sorry mal suchen. Elia, weil die sehen nicht da. Such ihn und zerfleisch ihn. Würde gern. Wünsch dir alles Gute, wirklich. Dankeschön. Also schlimmer als Tino kannst du es nicht machen. Die kommt her und macht meinen Generator kaputt. Wir brauchen nur noch einen Generator. Ja, ich würde ja machen, wenn nicht ständig einer kommen würde. Und das kaputt machen würde. Alter, halt doch einfach deine Klappe, ey. Wenn du es selber nicht kannst, irgendjemand muss es für dich machen. Ja, du offenbar nicht! Habt ihr jetzt schon wieder die Susi vom Haken geholt? Das ist wie zwei Behinderte, die sich gegenseitig helfen. Das ist wie ein blinder Blindenhund. Hallo? Wie ein blinder Blindenhund. Tschüss. Tinny, bleib stehen. Nein.
Tini! Nein! Aber Tini! Ja, aber. Geht schon mal zum Tor, geht schon mal zum Tor, mach das Tor auf! Wo bist du denn hin? Das wollte ich auch gerade sagen. Wer geht ist zum denn Tor? Das hier? Sarah! Nein. Geht zum Tor? Nein! Sarah! Ja, haut ab! Lauf doch nicht weg! Eugen, ich höre deine Befehle. Sarah! Okay. Was denn? Wohin des Weges? Weg, weit weg von dir. Nein, Sarah! Sarah, lauf! Sarah, lauf! Nein, Sarah, bleib stehen! Sarah, Jessica Barker! Mach Wuff, Wuff! Das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Doch, du schaffst es. Ein Ausgang ist schon mal offen. Der zweite auch. Wir müssten nur zum Ausgang. Der kommt doch schon wieder, der Dicke hier. Oh. Hallo, Sarah. Sarah, nein! Du warst knapp vom Ausgang. Na, was willst du? Was willst du? Willst du irgendwas? Willst du irgendwas? Du wirst mich niemals erwischen. Komm her, trau dich nochmal. Nein! Trau dich! Ich werde dich retten, Sarah! Ich rette dich, Sarah! Ich rette dich! Trau dich! Nein! Ich musste laufen! Ich konnte nicht anders! Ihr seid jetzt rausgerannt? Oh nein! Ja, ich war neben. Der steht neben mir und neben der Sarah! Der hat mich rausgejagt gerade. Ich hatte keine Wahl. Oh nein, komm schon, du wirst es du wirst Chloe nicht retten können. Die hängt schon, die ist... Nee, lauf. Es tut mir leid, Chloe. Die Chloe musste zurückgelassen werden. Ich bin nicht so skillvoll. Die Tinoe ist einfach gelaufen. Egoistisch, wie sie ist. So, Sarah. Oh, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Los, schrei weiter. Der Killer sieht aus wie Sorgina in Real Life. Das stimmt. Oh, ich will nicht sterben. Ah. Hat auch so Sperma auf dem Face, so Bukake-Face. Weißt du, bist der einzige Kerl, eigentlich ist das dein Job. Hallo Sarah. Ach so. Das ist so gemein. Bin ich der Bukake-Aktivist. So wer da steht, unsichtbar, der Pisser. Der genießt das richtig, ja. Ein Traum. Aber ich werde dann beschimpft, dass ich es genieße. Schaut euch an. So, da, schau, Chloe eingeladen und schon getötet. Eiskalt ist er. Ach Quatsch, das kannst du so nicht sagen. Zuerst hat er so nett rumgetan. Oh, komm, Chloe, komm. Und dann hat er sie eiskalt getötet. Sie wollte es. Ich hätte es wenigstens sanft gemacht. Volle Liebe. Sanft und volle Liebe, wie ich selber. Okay. Guckst du jetzt den Kuchen an? Nein, das ist... Ist das alles, weil es eine bessere Konsistenz gibt? Ach so, ich dachte, das wäre scheiße, das asiatische Essen, das habe ich verwechselt.